Kreativen. Heute möchte ich euch was zeigen. Und zwar, manchmal hat man es, dass man ein Lieblingsteil im Schrank hat, ein absolutes Lieblingsteil. Und das möchte man am liebsten 3, 4 Mal haben. Ja, und bei mir ist das momentan, das ändert sich ja auch immer, dieses Teil hier. Das ist so ein, ja, so ein Shirt, sage ich jetzt mal, was relativ kurz ist. Das geht nur so bis zur Taille etwa. Also ja, es geht schon bis so ein bisschen über den Popo und hat halt hier oben diese, also es hat erstmal so einen Fledermausschnitt und dann hat es oben einen sehr weiten Kragen. Also es geht mal locker über die Schultern. Ja, und ich finde dieses Teil einfach total schön. Ich habe es von meiner Freundin geschenkt bekommen. Es ist auch schon ein bisschen älter und dieses Teil gibt es nirgendwo mehr zu kaufen. Also, was macht man? Genau, man näht es nach. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Als ersten Teil habe ich mir jetzt mein Shirt geschnappt, was ich mir nachnähen möchte, und habe mir ein Schnittmuster erstellt. Das habe ich so gemacht, dass ich mir mein Oberteil, was ich nähen möchte, das hatte ich mir auf mein Papier draufgelegt. Das ist übrigens eine Tischdecke, so eine billige für 1 Euro oder so, wo man so eine Papiertischdecke, die man halt ja, auf der Rolle hat und dann für Partybänke und so nehmen kann. Und die nehme ich meistens, um Schnittmuster zu erstellen, weil das geht super. Also die ist natürlich sehr, sehr dünn und reißt schnell, aber wenn ihr das auf einer geraden Fläche habt, dann geht das gut. Okay, also als erstes nehmt ihr euch euer Teil und guckt natürlich, wo ihr zum Beispiel Besonderheiten habt, wie beispielsweise hier oben unseren Tunnelzug, den wir hier haben. Und ihr seht, wenn ich das jetzt hier umklappe, dass es hier doppelt genäht ist und dass da der Tunnel durchgeht. Das heißt, also dort gehen die Bänder später durch. Das heißt, wir haben hier oben einmal den normalen Ärmel und dann haben wir nochmal 5 cm, habe ich hier genommen, für diesen Tunnelzug. Weil man klappt den ja um, dann hat man noch 2,5 cm für den Tunnelzug. Und so in etwa wird es dann hoffentlich aussehen. So, hier unten habe ich den Ärmel gemacht und auch der wird ganz normal einfach nur einmal umgeklappt und umgenäht und ja, vorher versäubert natürlich und dann eben umgeklappt und umgenäht, und dafür habe ich mir hier auch noch mal einen Streifen freigelassen. So, ja, hier unten haben wir dann direkt die Naht, wo es einfach nur an das andere Teil angenäht wird, und da habe ich mir einfach gleich den 1 cm Nahtzugabe dazu getan und hatte halt das direkt angelegt und dann eben 1 cm entfernt hier dran lang gezeichnet, damit wir später die beiden Teile aneinander nehmen können. Ja, und so wie ich das jetzt mit dem Oberteil gemacht habe, so werde ich es jetzt auch mit dem Unterteil machen und werde mir wieder ein neues Stück Papier nehmen von meiner Rolle und werde dann dieses Teil hier einmal nachzeichnen und überall da, wo ihr Nähte habt, was hier an jeder Seite gegeben ist, da lasst ihr eben dementsprechend ja, 75 mm bis 1 cm Nahtzugabe. Und hier an den Ärmeln mache ich es dann genau wie auf der anderen Seite. Da werde ich dann eben diese zusätzliche zum Umklappen, dass ich Platz habe zum Versäubern, Umklappen und Festnähen. Diesen Platz werde ich mir dort auch noch lassen. So, jetzt habe ich meine beiden Teile fertig aufgezeichnet und ausgeschnitten. Ich habe mir überall meine Markierungen gemacht für den Tunnel zum Beispiel, für den Ärmel, hier oben auch Tunnel und Ärmel und habe mir beschriftet, das könnt ihr jetzt glaube ich leider nicht sehen, weil es in Kugelschreiber geschrieben ist, dass das hier jetzt zum Beispiel das Vorder- und das Rückteil oben ist und dass ich den Stoff rechts auf links bzw. links auf rechts, wie auch immer, lege und so dann gleichzeitig 2 Teile ausschneide, um dann eben das Teil spiegelverkehrt zweimal zu haben, einmal für hinten, einmal für vorne. Und genau das gleiche hier mit dem unteren Teil, also dass es das untere Teil ist, vorne und hinten, und eben wieder Stoff rechts auf links legen und so 2 Teile ausschneiden. Genau, weil ihr braucht ja einmal für vorne, einmal für hinten und die sind ja spiegelverkehrt. Deswegen wichtig, entweder
den Stoff doppelt zu legen. Wenn ihr euch unsicher seid, dass euch der Stoff verrutschen könnte oder so und Angst habt, dass ihr ihn dann nicht genau ausschneidet, dann nehmt ihr dieses Teil und legt es einmal so hin, schneidet es am Stoff aus und dann dreht ihr euch euer Schnittmuster, legt es auf dieselbe Stoffseite, wie es vorher war und schneidet dort einmal entlang. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr da noch ein bisschen ungeübter seid, dann empfiehlt sich das manchmal, dass man den Stoff dann eher zweimal ausschneidet. Ich werde es aber also gleich doppelt legen und in einmal ausschneiden. Ich habe jetzt meinen Stoff mit der schönen Seite auf die schöne Seite gelegt, um dann eben auf der hellen Fläche malen zu können, damit ich eben gut sehe, wo ich meine Schnitte dann machen muss. Um das zu machen, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Varianten von Malerkreide. Da gibt es dann solche Stifte, da gibt es solche viereckigen Blöcke, die habe ich auch irgendwo, aber ich finde sie gerade leider nicht wieder. Oder ihr könnt so Kopierpapier nehmen, das hatte ich mir jetzt bestellt und deswegen möchte ich das heute auch verwenden. Und dann legt ihr einfach nur das Kopierpapier unter euer Schnittmuster und geht mit einem Stift darüber und dann zeichnet es auf euren Stoff. Dieses Kopierpapier gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir in meinem Set hier gelb und weiß ausgesucht, weil man ja auch oft mal dunklere Stoffe hat und dann kann man auch direkt auf den Stoff zum Beispiel, also auf der schönen Seite, übertragen, was ich ziemlich häufig mache, auch wenn es eigentlich nicht richtig ist. So, und jetzt schnappe ich mir eben hier dieses Kopierpapier, drehe das um. Dann kommt das Teil hier drauf. Und dann lege ich mir das alles schön gerade hin und gucke, dass ich auch so wenig wie möglich vom Stoff verschwende natürlich. Also schön an die Kanten auch rangehe. Und ihr seht jetzt hier unten, da fehlt bei mir ein Stück von dem Papier. Das ist aber nicht schlimm. Das werde ich mir dann nachher nochmal zurechtschieben. Also ich werde jetzt oben erstmal alles nachzeichnen. Ich werde mir das jetzt ordentlich hinlegen, dann werde ich es mir nachzeichnen. Und werde mir das ein bisschen mit Gewichten beschweren, damit es mir nicht verrutscht. Und dann werde ich hier das Papier vorsichtig rausziehen, runterziehen und dann eben dort weiterzeichnen. So, ich habe jetzt mein Kopierpapier drunter gepackt. Wie ihr seht, ich habe es ja auch schon gesagt, hier unten fehlt eine Ecke, auch da fehlt eine Ecke. Das macht aber nichts, das schiebe ich nachher rüber. Jetzt nehme ich mir hier meinen Roller und gehe einmal am Rand überall entlang, um die Farbe vom Kopierpapier auf meinen Stoff zu übertragen. Ja, leider konnte man auf dem Stoff das Gelb überhaupt nicht sehen. Deswegen habe ich das jetzt hier rot gemacht. Habe es jetzt einfach draufgelegt und umrandet. Und ja, das schneide ich jetzt einmal aus. Und dann mache ich das Gleiche auch mit dem unteren Teil, dass ich es mir einmal auf den Stoff übertrage und dann eben ausschneide. Nachdem ich jetzt mein Teil ausgeschnitten habe, bevor ich das jetzt komplett hier wegnehme und an die Seite lege, möchte ich mir zuerst noch meine Sachen eintragen, wie zum Beispiel hier meinen Tunnelzug. Und zwar hatte ich hier beim Tunnelzug 5 cm und beim Ärmel hatte ich 4 cm. Und die werde ich jetzt hier gleich einmal einmessen und aufmalen und dann auch auf der Rückseite, damit ich eben später weiß, wie weit ich die ganzen Sachen umnähen muss. So, jetzt habe ich mir das Ganze eingezeichnet, hier am Ärmel 4 cm, oben beim Tunnel 5 und auch der auf der anderen Seite beim Ärmel wieder 4 cm. Ja, jetzt schneide ich mein Unterteil komplett alleine aus. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Und so machen wir es halt auch mit dem Unterteil. Ich habe vorhin noch eine wichtige Sache vergessen. Wenn ihr euren Stoff hinlegt, dann achtet bitte darauf, wie der Fadenlauf ist. Ich nehme jetzt gleich mal die Kamera kurz in meinen Mund und zeige euch einmal, was ich meine mit Fadenlauf. So, ich probiere es mal so. Ich hoffe, ihr seht irgendetwas. Nein, hier seht ihr, glaube ich, gar nichts. Das ist einfach zu
dunkel. So könntet ihr es sehen. Und zwar, wenn ihr den Stoff so auseinanderzieht, dann seht ihr eben an einer bestimmten Stelle, dass der Faden eben, also der Stoff lässt sich jetzt hier seitlich ziehen. Und wir sehen, wenn wir den Stoff auseinanderziehen, entweder so oder so, sehen wir, in einer Richtung gehen dann wie Streifen nach unten. Und das ist der Fadenlauf. Und da müsst ihr darauf achten, die meisten Schnittmustern, die schon fertig sind, steht immer vorher schon drauf, wie der Fadenlauf ist. Wenn ihr euch euer Schnittmuster selber erstellt, und jetzt zum Beispiel mein Teil würde jetzt so sein, das wäre jetzt der untere Teil von meinem Teil, was ich mir nähen möchte. Und dann ist der Fadenlauf immer in diese Richtung. Das ist wichtig, weil wenn ihr den Fadenlauf falsch rum nehmt, dann habt ihr vielleicht später das Problem, dass ihr den Stoff nicht in die richtige Richtung dehnen könnt. Und dann ist es vielleicht zu schmal. Deswegen immer auf den Fadenlauf achten. Wenn das euer Oberteil ist und das euer Unterteil, dann muss der Fadenlauf immer in die Richtung gehen. So, auch mein zweites Teil habe ich jetzt ausgeschnitten und mir hier schon übertragen. Allerdings noch nicht auf der anderen Seite, das mache ich jetzt auch noch. Als nächstes schnappe ich mir jetzt nochmal mein Originalteil und schaue mir nochmal genau an, was ich überhaupt alles machen muss und welche Schritte ich als erstes mache. Dazu drehe ich mir zuerst den Teil auf links, weil ich ja hier dann alle Nähte sehe. Und jetzt sehe ich hier schon, die Ärmel wurden umgenäht, nachdem der Tunnelzug gemacht wurde, da die ja hier oben sind. Als erstes sehe ich, dass hier überall alle Nähte versäubert worden sind, zumindest bei den Ärmeln und auch oben beim Tunnelzug. Und auch das werde ich jetzt als erstes machen. Ich werde jetzt an meine Overlock gehen und werde die Nähte vom Tunnelzug und auch von meinem Ärmel alles einmal versäubern. Ich habe jetzt alle meine Ärmel und Tunnelecken einmal abgenäht. Ihr könnt das natürlich auch mit der Nähmaschine machen, wenn ihr keine Overlock habt. Dafür gibt es dann extra einen Stich, der dann auch so in etwa aussieht wie mein Stich hier. Ja, und jetzt schaue ich nochmal, nehme mir alle meine Teile hier nochmal an die Seite. Ob sie ohne mein Original-Oberteil wegzuschmeißen. Und jetzt gucke ich, wie gesagt, wie ich am besten anfange. Und ich denke, in dem Fall hier fange ich am besten mit den Tunnelzügen an, dass ich mir das Ganze an den Schultern bzw. Quatsch. Als allererstes fange ich natürlich an, mir diese Teile hier zusammenzunähen. Also ich nehme jetzt jeweils ein Ober-, ein Unterteil, immer entweder halt von vorne oder von hinten. Und dann werde ich diese Teile erstmal aneinander nähen. Ganz sicher zu gehen, dass es auch wirklich richtig zusammengenäht wird, habe ich jetzt beide Teile noch mal rechts auf rechts, also mit der schönen Seite auf die schöne Seite zusammengelegt und habe mir die beiden Teile eben hier so aneinander gelegt, dass hier jetzt auch die Ärmel wieder aufeinander treffen und eben das Unterteil, also die Ecken hier aufeinander treffen, damit ich nicht die falschen Teile zusammennähe. Das heißt, ich nehme jetzt von hier das obere Teil und von hier das obere Teil. Und die beiden werde ich mir rechts aufeinander legen. So liegt das Ganze jetzt. Jetzt habe ich es hier einmal rechts aufeinander gelegt. Das Ganze werde ich mir jetzt festklammern oder feststecken, je nachdem, was ihr zu Hause habt, ob ihr Nadeln habt oder Klammern. Und ich werde das wieder in meiner Overlock-Maschine nähen. Ihr könnt es aber auch natürlich in der Nähmaschine nähen und dann am besten die Naht auseinanderbügeln und dann weitermachen. Ich werde es jetzt, wie gesagt, mit der Overlock einmal entlang nähen. So, mein Teil habe ich jetzt aneinander geklammert und jetzt gehe ich an meine Overlock. Nachdem ich an der Overlock die Naht zugemacht habe, bin ich nochmal an die normale Nähmaschine und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier neben, direkt daneben, habe ich nochmal mit der normalen Nähmaschine einen Geradstich einfach gemacht, um dem Ganzen hier einfach nochmal mehr Halt zu geben. Und so haben wir jetzt unser ganzes Stück. So, da
seht ihr es ein bisschen schlecht. Jetzt seht ihr es ein bisschen besser. Hier das eine Teil und darunter eben das zweite Teil. So, was ich jetzt als nächstes mache, ich möchte natürlich, dass sich dieses hier nicht so merkwürdig aussieht. Und deswegen werde ich jetzt einmal an mein Bügeleisen gehen und werde dieses Teil hier einmal glatt bügeln, damit sich diese Naht hier auf eine Seite legt. Ihr könntet jetzt natürlich auch hier noch einmal dran lang nähen, aber dann seht ihr eben auf der anderen Seite eine Naht und das finde ich persönlich nicht so schön. Deswegen einmal drüber bügeln reicht. Nachdem ich mir das jetzt einmal hier umgebügelt habe, lege ich mir mein Teil jetzt so hin, wie es dann eben auch liegen würde. Und jetzt haben wir ja hier oben die Markierungen für unseren Tunnelzug. Und genau an diesen Markierungen für den Tunnelzug muss jetzt hier auch zusammengenäht werden. Und zwar lege ich mir dafür beide Teile rechts auf rechts. Das hier liegt ja noch links. Ich lege es mir gleich auf rechts. Und dann werde ich die Teile so übereinander legen, dass die Tunnelzüge übereinander liegen. Und dann einmal auf meiner 5 cm Markierung mit der normalen Nähmaschine mit einem Geradstich einmal dran lang nähen. So, beide Teile liegen jetzt rechts auf rechts und ihr seht hier eben diese Markierung für den Tunnelzug. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Und da werde ich jetzt einmal dran lang nähen. Damit mich das Ganze beim Nähen gleich nicht stört, ich aber trotzdem guten Halt habe, habe ich mir das Ganze jetzt hier oben in der Markierung mit Nadeln festgesteckt, damit ich eben hier in Ruhe nähen kann, ohne dass mir dauernd alles hin und her rutscht und ich nicht immer gucken muss, ob die Ecken wirklich aufeinander liegen. Dasselbe mache ich auch mit der anderen Seite und dann geht es an die Nähmaschine und mit einem Geradstich durchnähen. So, ich habe jetzt hier einmal dran lang genäht, kann jetzt meine Nadeln hier wieder entfernen. Ja, und als nächstes schaue ich mir hier wieder den Tunnelzug an und ich sehe, dass oben am Kragen die Bänder quasi mit eingenäht worden sind. Das heißt, wir haben ja jetzt hier unsere offenen Stücke, die man jetzt umklappen kann, was dann später der Tunnelzug wird. Das heißt, ich werde mir jetzt zwei Bänder schnappen und werde die hier schon mal hineinlegen und werde sie dann auch schon einmal hier oben festnähen am Kragen. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite überall eben das reinlegen, dann umklappen, wenn die Bänder drin liegen und dann einmal mit Nadeln gut fixieren. Und dann hier einmal mit der Overlock wahrscheinlich drüber nähen, damit sie wirklich fest sind. So, das ist jetzt mein Band, was ich mir ausgesucht habe, was ich dafür benutzen möchte. Und ihr seht vielleicht, hier unten franzt das ganz schön aus. Deswegen werde ich das gleich an zwei Enden dann jeweils einmal vernähen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde hier einmal dran lang messen, wie lang das hier jetzt in etwa war. So habe ich es mir jetzt einmal auf die Bänder draufgelegt und dann lege ich es mir einmal an mein Maßband an. So, ups, und das Ganze hat jetzt hier etwa 40 cm. Ich möchte es aber ein bisschen länger haben, deswegen denke ich mir, ich werde es wahrscheinlich 50, also mein Teil hier ist 2 Meter und ich brauche insgesamt 4 Streifen. Das heißt, ich werde die einmal in der Mitte teilen und dann nochmal in der Mitte und dann habe ich 4 Stück. Und ja, da werde ich dann, wie gesagt, an einem Ende einmal vernähen. So, da ich wirklich nicht möchte, dass das später aufgeht, habe ich hier einmal einen Versäuberungsstich genommen. Und bin dann nochmal mit einem Geradstich dran lang gegangen, habe mir das umgeklappt und bin da noch einmal dran lang gegangen, damit das auch wirklich fest ist. Und das wird dann später das Teil sein, wo ich meine Schlaufe zumachen kann. Und hier, wo ich nichts gemacht habe, das kommt oben in die Enden jetzt mit rein. So, ich habe mir jetzt das Teil hier einmal festgesteckt und zwar ist es jetzt wichtig, dass ihr darauf achtet, dass es aufgeklappt ist, dass diese beiden Teile hier halt einzeln sind und gehe dann ziemlich weit an die Naht, wo wir festgenäht haben, dran und stecke es mir dort fest. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite.
Und dann werde ich einmal hier mit einem Geradstich lang gehen und auf der anderen Seite auch einmal lang gehen, um die Bänder zu fixieren. So, jetzt habe ich das hier festgenäht und jetzt ist es hier, wie gesagt, einmal fixiert. Und jetzt kann man das Ganze umklappen, immer nur eine Seite und festnähen. Und genau das machen wir jetzt einmal diesen ganzen Tunnelzug lang, das Bändchen schön reinlegen, ordentlich umklappen und dann eben hier, dort am besten, wo hier diese Naht ist, dort einmal festnähen mit einem Geradstich. Weil das Ganze nicht ganz so einfach ist, möchte ich es euch jetzt einmal noch erklären. Wenn ich jetzt das ganze Teil hier euch einmal zeige, dann seht ihr vielleicht, hier hatten wir es am Anfang als allererstes zusammengenäht, die Schultern. Und haben Platz gelassen für den Tunnelzug. So, und jetzt habe ich das quasi aufgefaltet, dass es wie so ein Kreis ist. Und ich habe hier jetzt die Teile umgeklappt und festgesteckt. Und genau hier werden wir jetzt auch knappkantig dran lang nähen. Also das werdet ihr später auf eurem Shirt quasi sehen, also diese Naht hier. So, meinen Tunnelzug habe ich jetzt fertig genäht. Das Ganze ist ein bisschen friemelig, weil es ja am Ende hier so ein bisschen schräg geht. Und ja, das war halt, wie gesagt, so ein bisschen friemelig, damit es keine Falten schlägt. Ich werde es euch jetzt einmal kurz umdrehen auf die andere Seite, damit ihr einmal seht, wie es von dort aussieht. Nichts, vor allem vor Muster nicht. Ja, wenn ich das Ganze jetzt so hinlege, sieht es aus wie ein Tellerrock. Und hier geht jetzt unsere Naht lang, aber ich glaube, ihr seht die wirklich überhaupt gar nicht. Zumindest auf der Seite nicht. Aber hier auf dem Stoff sieht man sie natürlich ein bisschen. Das ist aber überhaupt nicht wild. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt angeguckt, wie denn der nächste Schritt jetzt eigentlich sein müsste, um hier weiterzumachen. Und jetzt habe ich gesehen, ich müsste ja theoretisch die Ärmel dann nach innen so umklappen und festnähen. Theoretisch kein Problem. Wenn ich das aber beim Tunnelzug mache, dann würde ich den ja mit festnähen. Das möchte ich ja nicht. Jetzt habe ich mir beim Originalteil nochmal angeguckt, wie die das hier gemacht haben. Und da habe ich gesehen, tadada, da kommen die Dinger hier oben einfach aus dem Stoff raus. Das finde ich ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt, weil da kann der Stoff natürlich reißen. Die haben den auch nicht mal irgendwie versäubert oder so, also dass sie an dem Stoff lang gegangen sind. Und ich habe jetzt natürlich das Problem, dass meine Dinger hier so breit sind. Das heißt, mir wird gar nichts anderes übrig bleiben, als hier oben dann einen Schnitt reinzumachen, wo die Bänder dann rauskommen, weil erstens sonst kann ich sie unten nicht umnähen. Und zum Zweiten können die Bänder dann halt nicht rauskommen. Ich möchte das ja hier natürlich nicht so lassen, dass es dann, wenn er fertig ist, an den Stellen so aussieht. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte das schon umgenäht haben. Also werde ich jetzt gucken, dass ich mir hier den richtigen Abstand suche. Ich hatte ja hier gesagt, 4 cm möchte ich es umklappen. Also werde ich hier wahrscheinlich 5 cm messen, dass ich 1 cm mehr habe und lasse dann dort meine Bänder oben hinaus gucken. Jetzt habe ich mir auf allen 4 Teilen hier bei 5 cm gemessen, habe mir so einen kleinen Strich gemacht und da werde ich jetzt einen kleinen Schnitt mit der Schere reinmachen, so dass ich die Bänder da durchbekomme. Wenn ihr das ganz sauber arbeiten wollt und vielleicht nicht so dicke Bänder habt wie ich hier, sondern euch schmale Kordeln zum Beispiel nehmt, dann könnt ihr hier vorher Ösen reinbasteln. Und ja, dadurch hält es dann natürlich auch besser und sieht auch schöner aus. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das nicht auch mache, dass ich mir hier Ösen reinmache, damit mir der Stoff eben nicht so ausfranst. Und wenn ich Ösen mache, dann mache ich normalerweise einen bisschen dickeren Stoff noch auf die Innenseite. Lege ich mir quasi noch dahinter, damit der Stoff nicht so schnell ausranzt. Also ja, das probiere ich mal. Also bei dem ganz feinen Stoff, hier oben habe ich nämlich ganz fein und hier ein bisschen dickeren Stoff. Und bei dem feinen werde ich mir es auf jeden Fall machen, dass ich mir von dem hier ein Stückchen nehme und einfach dahinter lege. Okay, das werde ich jetzt gerade mal machen. Ich werde mal probieren, ob ich meine Teile hier durch so eine Öse durchbekomme.
Und wenn ich die da so zusammengefaltet durchkriege, dann werde ich mir hier Ösen hinmachen, weil das finde ich jetzt nicht so schön sauber gearbeitet bei dem Originalteil, dass hier einfach nur diese Löcher sind. Und ihr seht, hier ist zwar noch nichts passiert, aber es kann natürlich ohne weiteres ganz schnell passieren, dass euch der Stoff zerreißt. So, es ist ein ganz bisschen friemelig, aber es passt tatsächlich durch diese kleine Öse. Und deswegen werde ich mir der Sauberkeit halber hier Ösen hinbauen. Dazu habe ich mir schon mal Werkzeuge herbeigekramt und zwar hier mein Lochwerkzeug. Mal gucken, ob es funktioniert. Und dann hier dieses Teil, um eben dann die Nieten zusammenzuquetschen. Okay, ich werde mir vier kleine Stoffstückchen nehmen und die immer dahinter legen, weil das einfacher ist. Ganz so einfach wird es aber eh nicht, weil man ja hier ein bisschen durchfummeln muss in das Loch hier quasi hinein. Aber das ist nicht weiter wild, weil das ja hier eine ziemlich große Öffnung ist. Deswegen wird das schon funktionieren. So, ich habe mir hier vier Stücken geschnitten. Ihr das seht, es sind nur noch drei, weil eins habe ich schon hier hinter gefummelt. Und ich habe es gerade schon probiert mit meinem Lochwerkzeug. Und ihr seht, das ist leider schon ein bisschen stumpf. Ich probiere es gleich nochmal. Also ihr schiebt halt eben mit dem Finger das Stoffstückchen hier hinten mit rein und dann haltet ihr es unten fest, schiebt dann die Lochzange hier unten rein und von oben wird dann eben geknipst. So, ich möchte es euch jetzt hier einmal zeigen. Hier habe ich jetzt eine Öse festgemacht und ich fummel das mal raus. Von der anderen Seite sieht es so aus. Da ist hier dieser zweite Stofflappen, den ich dazwischen gemacht habe. Ja, und da fummle ich jetzt mein Stückchen durch. So schaut jetzt meine erste Seite aus und die zweite mache ich jetzt genauso. Wunderbar, auch hier sind die Nieten angebracht und die Ösen wollte ich sagen und die Bänder sind durchgezogen. Ja, und als nächstes machen wir uns dann an die Ärmel und zwar haben wir uns ja auch hier markiert, wie weit das umgenäht werden soll und dann gehen wir jetzt einfach bis zur Markierung und nähen uns das auf beiden Seiten einmal fest. Dazu stecke ich wieder, also ich nehme jetzt hier meine Dinger und stecke mir das hier einmal entlang fest. Und dann, wie gesagt, gehe ich zur Nähmaschine und werde hier diese Linie benutzen, um dort gerade lang zu nähen. Und das mache ich an beiden Ärmeln. Wunderbar, jetzt habe ich meine Ärmel hier auch umgenäht, dass ich hier einmal wieder einen sauberen Abschluss habe und hier drüben natürlich auch. So, ja, und was wir jetzt machen müssen, ist das Ganze zusammennähen. Um mein Oberteil jetzt gleich zusammenzunähen, habe ich es mir rechts auf rechts gelegt und werde jetzt hier entlang klammern, genau wie hier entlang. Und dann werde ich diese beiden Teile einmal mit der Overlock zusammennähen. Ihr könnt es entweder versäubern oder ihr nehmt euch den Geradstrich, nehmt so etwa 1 cm, also 0,7 bis 1 cm hier Abstand und dann könnt ihr euch die Naht nachher auch wieder auseinanderbügeln, wenn ihr die normale Nähmaschine genommen habt. Wenn ihr die normale Nähmaschine nehmt, empfehle ich euch zu versäubern. Ansonsten, ja, dann eben mit dem Geradstich zunähen und das war's. Ich mache das Ganze, wie gesagt, gleich unter der Overlock. Ja, jetzt nimmt das Ganze tatsächlich schon Formen an. Und zwar habe ich jetzt hier mit meiner Overlock einmal dran lang genäht und danach nochmal mit der normalen Nähmaschine wieder einmal dran lang, damit ich wirklich sicher bin, dass es richtig zu ist. So, hier unten habe ich jetzt meine Bändchen von der Overlock-Naht. Die lasse ich unten dran. Die hilft mir nachher beim Bündchen. Die hier oben, die werde ich gleich mit einer dicken, na, sag doch, mit einer Stopfnadel einfach hier rein vernähen. Das ist immer ganz gut, wenn man mit der Overlock näht, dass man den Faden, diesen Endfaden hier, man kann ihn natürlich auch verknoten und dann abschneiden, aber sicherer ist, wenn man ihn ein bisschen hier unten rein vernäht, dann Knoten macht und dann abschneidet. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Und das werde ich jetzt tun.
So, ich habe mir das Ganze jetzt hier auf diese Stopfnadel gefädelt und wie gesagt, jetzt werde ich hier unten lang ein bisschen fädeln. Nicht so weit, nur ein Stückchen, das reicht schon. Jetzt habe ich hier meinen Faden komplett vernäht und man sieht da wirklich nichts mehr von. Der ist komplett verschwunden und natürlich auch das gleiche auf der anderen Seite. Und hier sieht man noch so einen ganz kleinen Zipfel, wo ich ihn abgeschnitten habe. So. Was wir als nächstes noch brauchen, um unser Shirt fertigzustellen, sind die Bündchen. Und zwar einmal das untere Bündchen und das obere Bündchen. Dafür schnappen wir uns, wie ihr hier jetzt seht, unser Originalteil. Und dann nehmen wir uns ein Maßband und messen immer von der Hälfte zur anderen Hälfte. Das kommt jetzt darauf an, was für ein Bündchen ihr habt. Wenn ihr ein normales Bündchen habt, also was einfach nur ein einfacher Stoff ist, dann macht ihr es so. Ansonsten, wie ich jetzt hier, ich habe jetzt hier einen Schlauch. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, in welche Seite Strecke sich das dehnt. Ja, genau. Also der Fadenlauf ist quasi so. Das sieht man jetzt, wenn man das jetzt hier auseinanderzieht, dann sieht man hier, ich hoffe, ihr seht das, diese Streifen, die sich da nach unten besser zeigen. Und das bedeutet, das hier ist mein Fadenlauf. Und jetzt habe ich hier ein Problem, nämlich bei diesem Bündchen, guckt mal, das reicht nur bis hier. Da es hier oben aber ein Bündchen ist, was ganz locker ist, und nicht fest. Unten ist es ein Bündchen, was ein bisschen fester ist. Also es ist nicht so ganz locker. Es ist halt ein bisschen fester, also kürzer quasi als der Stoff. Und dadurch wird dann die Taille später auch schöner betont. Oder eben dort, wo das Oberteil halt eben endet. Die Stelle wird dann halt ein bisschen betont, weil es dort ein bisschen enger anliegt. Hier oben möchte ich das aber nicht. Das bedeutet, ich muss mir jetzt einen Stoff nehmen, muss mir mein Teil von der Mitte hier, das heißt dort, wo wir es an der Schulter zusammengenäht haben, diese Mitte, zur anderen Mitte einmal ausmessen und muss dann einen Stoff nehmen, der doppelt so lang ist, weil ich ja das Teil zweimal habe. Und dann muss ich mir überlegen, wie breit ich mein Bündchen haben möchte. Hier ist ein sehr, sehr schmales Bündchen. Ich halte mal das Zentimetermaß an, das ist gerade mal einen halben Zentimeter, das bedeutet, es war nur ein Zentimeter in der Breite. Das ist mir ein bisschen zu knapp, weil der liegt ja doppelt, das seht ihr ja, ne? Das ist mir zu knapp und deswegen werde ich das Bündchen so nähen, dass ich hier, ich überlege gerade, ja, ich werde das Bündchen so nähen, dass ich mindestens einen Zentimeter habe. Also es wird dann ungefähr, also es wird dann doppelt so groß sein wie das hier. Ich hatte Glück und habe in meinem Fundus noch einen Rest Bündchenstoff gefunden, der nicht wie ein Schlauch ist, sondern wie ein Stoff. Und wo tatsächlich der Fadenlauf, obwohl es hier jetzt gerade aussieht, als wenn er nach da geht, das täuscht nämlich, wenn man jetzt nämlich mal so, ach, mit einer Hand geht das einfach nicht. Ich versuche es mal so. Wenn man jetzt hier festhält und da zieht, sieht man, dass der Fadenlauf eigentlich nach da geht. Da bilden sich die Linien. Und wenn man hier zieht, da dehnt es sich fast gar nicht. Also ist der Fadenlauf so. Das ist perfekt. Ich habe mir jetzt hier 60 cm gerade schon abgemessen und werde jetzt hier, ich denke, ich probiere mal einen Zentimeter. Dafür werde ich hier meinen Teil nehmen, weil mir das am einfachsten geht. Und dann kann ich hier nämlich 2 cm anlegen, wenn ich mir das jetzt alles gleich schön gerade hingelegt habe. Und dann kann ich hier direkt dran lang schneiden. Wenn ihr euren Bündchenstreifen jetzt geschnitten habt, dann geht es darum, hier die Enden einmal zu verbinden. Ich mache das wieder mit der Overlock und dabei müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr rechts aufeinander legt. Also die schöne Seite, die später außen sein soll, muss jetzt aufeinander liegen. So sieht das Ganze jetzt aus und ihr seht, ich habe hier ordentlich Band dran gelassen. Und da habe ich ja vorhin schon bei meinem Teilchen hier gesagt, dass mir die Bänder nachher helfen. Und zwar hilft mir das, die Mitte zu finden. Wir müssen jetzt nämlich
Also einmal hier erstmal die Mitte natürlich finden und dann markieren wir uns das hier mit einer Nadel. So, wenn wir hier die Mitte haben, dann gehen wir hier einfach nur mit einer Nadel. Ich weiß, ihr seht es nicht, aber ich kann es auch so schlecht zeigen. Einmal so hinein, damit ihr die Mitte markiert habt. Und dann nehmen wir das Teil und packen jetzt diese Nadel und hier unser zusammengenähtes. So, einen Moment. So, das packen wir jetzt genau aufeinander und somit haben wir jetzt diese und diese Mitte hier. Und die stecken wir auch wieder mit einer Nadel fest. So, und jetzt haben wir hier durch das Genähte und durch diese vier Nadeln, die hier insgesamt drin sind, einmal alle vier Ecken markiert. Und das Gleiche müssen wir jetzt hier theoretisch auch machen. Hier haben wir durch die Nähte unsere Mitte immer schon markiert. Und jetzt legen wir uns unsere beiden Nähte hier direkt aufeinander, ziehen dann das Teil dort und dort auseinander. Ich kriege es mit einer Hand leider nicht hin. Und dann markieren wir uns genau wie dort auch mit Stecknadeln die Mitte. Nachdem wir auch hier jetzt die Mitten markiert haben, einmal hier und einmal hier, nehmen wir uns jetzt unser Teil. Das hier solltet ihr darauf achten, dass ihr das immer nach hinten packt, weil das eben schöner aussieht, wenn es hinten liegt. Jetzt müssen wir uns überlegen, was bei uns hier jetzt hinten und was vorne sein soll. Da ja beide Teile gleich sind, ist es theoretisch egal. Und ihr könnt jetzt auch zum Beispiel noch ein schönes Bändchen oder so dazwischen machen, um es später aufhängen zu können. Oder zum Beispiel auch solche Bänder hier jetzt hier in der Schulterpartie mit einarbeiten, damit ihr es später auf dem Bügel hängen könnt. Weil es ist doch schwierig, wenn so ein großes Teil ist, das dann auf einem Bügel zu hängen. Und alle Sachen, die man mir aus der Waschmaschine kommen, wandern direkt auf einen Bügel. So erspart man sich nämlich das Bügeln. Und man hat viel mehr Platz auf der Wäscheleine. Nochmal ein Tipp nebenbei. Ja, und deswegen werde ich mir hier das Teilchen hier einmal in der Mitte durchschneiden oder mal gucken, wie lang ich es haben möchte. Und werde mir hier an die Schulterpartie die noch mit reinarbeiten, weil ich einfach möchte, dass ich es mir später gut aufhängen kann. Ja, das werde ich jetzt einmal machen, mir das Teil hier zusammenschneiden und ich denke, ich werde mir auch einen kleinen Schnibbel für hinten noch irgendwas machen, so einen kleinen Aufhänger oder irgendwie sowas. Da schaue ich mal. So, der nächste Schritt mit dem Bündchen ist jetzt, dass man das Bündchen theoretisch aufeinander legen muss und zwar jetzt links auf links, so dass die schöne Seite außen ist und dafür helfen die Bändchen, weil dann kann man es hier zusammenknoten. Und hier helfen euch eure Nadeln, wo ihr es markiert habt. Da könnt ihr dann auch dort einmal zusammenklappen in der Mitte und dann ja, das an euer Oberteil feststecken. Und wie das funktioniert, wenn ihr das dann hier zusammengeklappt habt, dann nehmt ihr es quasi nach unten gelegt. Rechts auf rechts, also legt es auf die schöne Seite von eurem Stoff, auf diese hier, die später zu sehen sein wird. Legt ihr es so zusammengeklappt und steckt es euch ordentlich fest oder klammert es euch fest. Und wenn ihr, so wie ich jetzt, ich habe mir das jetzt hier einmal in zwei Teile geteilt, so dass ich an beiden Seiten einen Aufhänger habe und die werde ich dann dort mit dazwischen packen. Und dann müsst ihr bitte darauf achten, dass ihr das ein bisschen versteckt. Die Enden am Ende ein bisschen versteckt. Ich ja, probiere es jetzt selber aus und dann zeige ich euch, wie es geht. Ich habe mir die Bündchen jetzt hier festgesteckt. Ich werde das Ganze mit der Overlock-Maschine nähen und immer wieder zusammenfalten und hier ganz langsam dran lang gehen. Wenn ihr nicht so geübt seid im Nähen, empfehle ich euch auf jeden Fall mehr Nadeln zu stecken. Ihr findet immer wieder die Mitte, genauso wie ich es euch vorhin gesagt habe. Wenn ihr jetzt hier zwei Nähte zum Beispiel habt, die eben gegenüberliegen, aufeinander legen und so habt ihr hier die Mitte. So habt ihr auch dort die Mitte. Und wenn ihr jetzt wieder von diesen beiden Teilen hier quasi die Mitte finden wollt, dann müsst ihr einfach nur diese beiden Teile hier aufeinander legen und findet hier wieder die Mitte. Und das macht ihr auf der anderen Seite genauso und schon habt ihr acht Stellen, wo ihr euer Bündchen aufeinander gesteckt habt.
Das wird euch wirklich helfen, es zu nähen. Es sei denn, ihr macht es so wie ich, dass ihr es wirklich ganz, ganz langsam näht und immer genau guckt, ob ihr es auch wirklich umgeklappt habt. Bedenkt, dass das wirklich ein schmales Bündchen ist. Das ist wirklich am Ende nur so schmal. Und die Overlock-Naht ist bestimmt schon die Hälfte. Also wird es am Ende dann vielleicht nur noch so breit sein. Wirklich sehr, sehr schmal. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich vorsichtig näht oder eben im Voraus sehr gut steckt und klappt. So, das Bändchen, was ich mit einarbeiten möchte, habe ich hier jetzt mit einer Klammer fixiert und werde das beim Nähen dann mit den Händen gut festhalten und darunter schieben, damit es wirklich an der Stelle bleibt. Natürlich von innen, weil es soll ja später innen sein und nicht außen. Mein Bündchen habe ich jetzt angenäht, so sieht es aus. Und so schmal würde es aussehen, wenn es nachher umgebügelt ist. Also mega, mega schmal. Ja, und da überlege ich auch glatt, ob ich hier das umklappe und einmal schmal dran lang nähe, damit es auch wirklich so bleibt und nicht immer wieder nach innen klappt. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das so schmal ist, kann das passieren, dass das immer so nach innen klappt und das nervt dann. Deswegen ist es wahrscheinlich schlauer, das einmal umzuklappen und hier auf der Seite dann hier knappkantig einmal dran lang zu nähen, damit es dann auch wirklich so schön bleibt. Das werde ich jetzt einmal machen. Und natürlich werde ich hier noch mein letztes Ende wieder vernähen, wie ich das vorhin auch mit meiner Stopfnadel gemacht habe. Jetzt fehlt uns noch ein einziger Schritt und das ist das Bündchen hier unten. Das möchte ich weiter haben. Mindestens so breit, wie es hier ist. Und hier ist es. Ich messe mal nach. Und zwar haben wir hier, wenn ich die Nahtzugabe mitrechne, haben wir hier. Ach so, ich habe es falsch rum. Ich habe mich schon gewundert gerade. So, und dann kann ich es hier einfach ablesen. 9 cm. Das heißt, wir brauchen 18 cm. Ich glaube, ich nehme sogar 20 cm. Und da messe ich mir jetzt hier einfach 20 cm ab. Und diesen dünnen Schlauch, das behalte ich so bei. Ich markiere mir hier und hier gleich die Mitte mit 2 Nadeln, lege die aufeinander und markiere mir hier die Mitten. Und ja, dann nähe ich das Ganze an, so wie ich es vorhin bei dem Oberteil auch gemacht habe. Und ja, das war's dann. Dann ist unser Teilchen fertig. Beziehungsweise werde ich dann auch noch einmal, wie ich es auch oben gemacht habe, hier einmal nochmal knappkantig dran lang nähen, damit es sich nicht immer so umbiegt. Aber ansonsten sind wir dann fertig. Ich habe mir hier jetzt meine 20 cm Bündchen geschnitten und jetzt werden die zusammengeklappt. Und das hier außen ist eigentlich immer die hässliche Seite, sage ich jetzt mal. Und jetzt haben wir hier 2 solche Teile, die übereinander liegen. Und jetzt gehen wir in eins davon hinein und stülpen das Ganze um. Moment, zack. So, dass jetzt das quasi, was vorher außen war, innen war. Und so haben wir dann jetzt das Teil, was vorher hässlich war, haben wir jetzt außen. So, das machen wir einmal auf der anderen Seite auch. Dann markieren wir uns die Mitte. Schwupp, na komm. So. Ihr seht ja dann hier schon an der Bügelfalte, sage ich jetzt mal, wo die Mitte ist. Und da steckt ihr euch erstmal Nadeln rein. So, ich zeige es euch wieder noch einmal. Ich habe jetzt hier beim Bündchen die beiden Nadeln übereinander gelegt und habe mir hier auf beiden Seiten wieder die Ecken markiert. Und genauso habe ich es hier gemacht. Ich habe hier die beiden Nähte aufeinander gelegt und mir somit diese beiden Seiten markiert. Und jetzt werde ich wieder meinen Bündchenstoff mir schnappen und werde ihn hier innen reinlegen, werde an einer Seite anfangen und werde ihn mir an 4 oder 8 Ecken aneinander stecken. So, hier habe ich mir diesmal die Nadeln ziemlich weit unten festgesteckt. Das hat auch einen guten Grund, das sage ich euch nämlich jetzt. Und zwar seht ihr,
zwischen diesen beiden Nadeln hier ist hier eine Falte. Und das kommt, weil das Bündchen da schmaler quasi ist. Also man muss das Bündchen beim Nähen ziehen, so dass sich hier wieder eine glatte Fläche ergibt. So, man zieht halt nicht den Stoff, dann gibt es Wellen oder Falten, sondern eben das Bündchen. So, und ja, das muss ich jetzt machen. Und jetzt werde ich wieder an die Overlock gehen, werde einmal ringsrum nähen, werde dann nochmal an der normalen Nähmaschine einmal versichern, also einen Sicherheitsnaht machen. Und dann zeige ich euch den fertigen Pullover. So, meine letzte Naht ist gemacht. Und zwar diese hier mit der Overlock. Ich werde das jetzt diesmal nicht so umnähen, weil das von alleine nach unten fällt. Also das ist mir jetzt wurscht, ob das hier ein bisschen absteht oder nicht. Das werde ich diesmal nicht umnähen. Dann habe ich auch hier außen keine Naht. Das finde ich auch schöner. So, ich werde jetzt den Pullover einmal umdrehen. Achso, was ich euch noch zeigen wollte. Wenn ihr den Stoff ein bisschen zieht, weil das Bündchen länger ist als der Stoff, dann passiert euch genau das hier. Dann fängt sich an, das Ganze zu wellen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, das wird sich nach ein paar Mal waschen legen. Und wenn nicht, dann habe ich eben einen gewellten, ja, wie gesagt, es ist ärgerlich, weil dadurch das natürlich dann auch nicht gerade steht, sondern halt sich immer ein bisschen nach innen biegen wird. Ich bin auch schon am Überlegen, es ist halt viel Arbeit, das alles wieder aufzumachen. Ob ich es aber trotzdem nochmal mache, also ich werde es jetzt ein paar Mal anziehen, ich werde es einmal waschen und dann werde ich mal überlegen, ob ich es mache oder nicht, dass ich es einmal wieder aufmache hier oben und ein breiteres Bündchen nehme. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Okay, ich werde ihn jetzt einmal umdrehen und dann zeige ich ihn euch nochmal. Ja, und hier liegt er nun. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Man verliert so das Zeitgefühl, wenn man am Nähen ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Minimum 2 Stunden, eher 3, gebraucht habe zum Nähen. Und ja, vorher musste ich ja das Schnittmuster auch noch erstellen und alles übertragen. Also ich denke mal, so 4 Stunden werde ich für das Ganze wohl schon gebraucht haben. Ich habe es aber auch das erste Mal gemacht, jetzt wo ich das Schnittmuster einmal schon habe und mir nicht mehr übertragen muss. Und zudem ja auch schon einmal genäht habe und schon weiß, wie ich es machen muss, werde ich es beim zweiten Mal bestimmt in der Hälfte der Zeit schaffen. So, und jetzt guckt mal. Ja, jetzt seht ihr mich hier einmal vor meinem Spiegel in meinem Chaoszimmer und so sieht der Pulli jetzt aus. Und dass das hier oben alles so mega locker ist und so runterhängt, das ist ja gewollt. Das ist der Schnitt. Und man kann jetzt hier, mal gucken, ob ich das so alles hinkriege mit einer Hand. Nee, ich glaube nicht. Einen Moment. So, jetzt haben wir es. An den Bändchen kann man eben ziehen. Dann hängen die hier so runter. Man kann dort eine Schleife reinmachen und dann hat man es entweder so gerafft oder wie eben auf dieser Seite hier, dass man es lang lässt und dann ist eben nichts gerafft. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.